Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute zeige ich euch meine Pferde, die ich mir noch kaufen möchte. Und ja, ich habe hier, ich kann den Namen nicht aussprechen, Andeja oder so getroffen. Und sie kommt mit. Und ja. Dann zeige ich euch mal die ersten Pferde. So. Ich glaube, ich bin ein bisschen schnell. Einige Pferde habe ich von der Rasse schon, aber ich finde die trotzdem sehr cool. Okay, muss los. Ich muss noch was machen. Oder auf. Keine Ahnung. Ja. So. Das erste Pferd. Oh, ich renne erstmal vorbei. Steht hier. Und zwar ein Appaloosa. Sie kauft man. Also. Du musst halt das Level 1 erreichen, was eigentlich jeder hat. Ja. Ich finde diesen hier besonders schön und mag ihn auch. Ich bin gerade sehr pleite, also betrachtet mein Geld nicht. Ja. Also, Stärke plus 2, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 0 und Agilität plus 2. Es gibt keine besonderen Hufeisen da. Sie kosten 890 Starcoins und dann schauen wir uns mal das nächste Pferd an. Also das ist mein erstes. Okay. Mein zweites. Oh doch. Doch, doch. Nee. Nein. Okay. Mein zweites steht beim Landgut. Und zwar ein Pferd, was ich noch nicht habe. Oh. Ja, die Seite gefällt mir besser. Und zwar eins von diesen Pferden soll es noch werden. Also eins von diesen Pferden. Die beiden habe ich. Also kann es für eins von den beiden sein. Und es ist drin. Dieses. Einschränkung ist, Level 14 musst du erreicht haben. Ab Level 1 kannst du es halt kaufen. Es ist ein Hanomaraner. Stärke plus 1, Disziplin plus 0. Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 0, Aktivität plus 3 und ihr achtet wieder mal nicht auf mein Geld. Es kostet 890 Starcoins und ich finde das unheimlich süß. Ja. Das zweite Pferd habe ich bereits in der Rasse schon und es steht hier. Und zwar ein Achal-Trakina. Ja. Eintränkung ist Level 14, kostet auch 850 Starcoins. Ich finde ja hier dieses kleine Sechsenlänges, wie soll man das nennen, kleine Blässe oder Sternschlange, wie man das gerade nennt, sehr, sehr süß. Und diese Augenfarbe. Also, Stärke plus 1, Disziplin plus 1, Schwierigkeit plus 0, Ausdauer plus 3 und Agilität plus 3. Und ich finde ihn unheimlich süß.
Das nächste Pferd steht etwas weiter weg und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir bei dem Pferd sind. So, wir sind jetzt in Perpenta und es gibt hier drei Pferde, die ich mir auch mal vielleicht kaufen will. Und ja, das erste ist dieser kleine Connemara Pony. Ab Level 12 käuflich, also kann man es kaufen, kostet auch 810 Star Coins. So ein Pony ziemlich viel. Stärke plus 4, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 0 und Agilität plus 1. Ich finde es auch unheimlich süß. Und wie ihr auf meinem einen Bild gesehen habt, habe ich mal mit diesem kleinen Pony ein Foto gemacht. Und ja, ich fand es da schön auf dem Foto so süß. Und dem wollte ich es mir mal noch kaufen. Aber ich kam irgendwie noch nicht so richtig dazu. Und ja. So, gehen wir zum nächsten Pferd. Und zwar ein Araber. Nein, es ist ein Araber. Also eigentlich ist es ein, keine Ahnung, wie man es ausspricht, arabanisches Vollblut oder so. Oder arabisches Vollblut. Ah, jetzt habe ich es. Arabisches Vollblut. Einschränkung ist Level 10, kostet 969 Star Coins. Stärke plus 1, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 0 und Agilität plus 3. Finde ich auch unheimlich süß. Und ich finde diese Pferde eigentlich schon immer eigentlich ganz cool. Und ja, ich mag das ein meistens bei. Das nächste Pferd steht sogar direkt daneben. Und zwar ein Lipizzaner. Ich finde sie auch unheimlich süß. Einschränkung ist Level 9 zu haben. Kostet 949 Star Coins. Stärke plus 3, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 0 und Disziplin plus 2. Finde ich sehr süß. Und für einen Club vielleicht auch ein cooles Clubpferd, wenn man einen Dressurclub hat. So, und das waren jetzt schon einige Pferde, die ich mir mal kaufen will. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.